Hallo Camping- und Outdoor-Freunde. Ja, jetzt geht's los hier mit meiner Hängematte. Irgendwo hier in dieser Tasche ist er versteckt. Ah, da passt ja wirklich eine Menge rein. Ich zeige euch das mal, was ich hier alles reingepackt habe. Allerdings ist die jetzt wirklich randvoll. Als erstes kommt hier mein Schlafsack zum Vorschein. Da habe ich leider die Originalhülle nicht mehr gefunden. So, jetzt hier nochmal ein Campingstuhl. Das ist die Hängematte. Das ist noch ein Tarp. Und hier unten habe ich noch ein Seil. Und hier ist das Ladegerät vom Fahrrad. Ja, wenn es draußen liegt, sieht es gar nicht mal so viel aus. Aber die Tasche ist echt groß, muss ich sagen. 44 Jahre ist er alt. Ja, und bis zum heutigen Zeitpunkt habe ich noch nie eine Hängematte aufgebaut. Nun ist es aber so, neulich schreibt mich hier die Firma Olife an. Olife, kommt euch das bekannt vor? Das ist nämlich ein Ableger von Olight. Na, diese Taschenlampen da habe ich auch dabei, eine zumindest. Und die haben jetzt nicht nur Taschenlampen, sondern die haben auch Camping, Outdoor, Hängematten, Geschirr, alles Mögliche. Und die haben mich halt gefragt, ob ich das mal vorstellen könnte, damit ihr das auch wisst. Und das mache ich jetzt hiermit. Dazu habe ich jetzt diese Hängematte gesponsert bekommen. Wenn ihr auch so eine tolle Hängematte wollt, ich weiß noch nicht, ob sie toll ist, aber falls sie toll ist und ihr wollt so eine, da unten ist der Link in der Videobeschreibung. Und da gibt es noch viele, viele tolle andere Sachen. Ja, ich bin mal echt gespannt. Ich habe sie noch nicht mal ausgepackt. Was kommt hier zum Vorschein? Irgendwelche... sowas hier. Ja. Also von der Theorie weiß ich natürlich ungefähr, wie es geht. Rechts zu links ein Baum. 3 bis 4 Meter Abstand. In meinem Fall habe ich ja jetzt keinen Baum. Sondern hier nur diese Metalldinger. Ja, und dann muss man das einfach dazwischen spannen. So. Ah, ich habe mich schon gewundert, ist das hier irgendwie festgenäht? Ja, ist festgenäht. Also die Hängematte ist schon mal an diesen Säckle festgenäht. Ich mache mich mal ganz kurz hier mit der Beschreibung vertraut. Hier ist nämlich eine eingenäht und dann geht es weiter im Programm. Also normalerweise hat man ja jetzt hier so einen großen Baum. Da macht man das hier einmal ringsrum und dann fädelt man das hier so durch. Zumindest sah das auf der Beschreibung so aus. Und dann ist das schon fest. Ja. Die Bänder sind mittels dieser Spanngummis fixiert. Ja, ist auch ganz nett. Machen wir das jetzt mal auf der anderen Seite genauso. So, fertig. Jetzt müssen wir rein von der Theorie bloß noch die Hängematte hier einhängen und dann sollte das funktionieren, aber ich befürchte, der Abstand reicht nicht. So, einmal hier. Ah. Habe ich mir doch gedacht, Abstand reicht nicht. Es sei denn, ich möchte so ganz nah dicht über dem Boden liegen. Also mir fehlt ja nun total die Erfahrung. Ich habe ja sowas, wie gesagt, noch nie gemacht. Und vielleicht kann ich ja damit den einen oder anderen da draußen motivieren, das trotzdem mal zu probieren, so wie ich das jetzt hier mache. So, ich wickel das einfach jetzt hier ein paar Mal rum. Und schon. Ja, habe ich die erste Schlaufe hier und dann sollte das funktionieren. Jawohl, so sieht das noch schon besser aus. Ah, dafür ist die Schnur hier dabei. Okay, also so wie sie aussieht, sieht es so aus, als wenn man hier die Schnur hier oben noch mal drüber spannt, hier durchfädelt und dann sieht das toll aus. So, dann mache ich mal einen Mastwurfknoten. Habe ich nämlich mal gelernt. So, das ist ein Mastwurf. Na, ein bisschen was kann ich nämlich auch. Und dann kann man das nämlich hier durchfädeln. Ah ne, habe ich falsch gemacht. So. So und so. Naja, machen wir noch einen Spierenstich dahinter. Dann kann er auf jeden Fall nicht aufgehen. So, also jetzt kann das hier nicht aufgehen. Einmal durch diese Öse und dann noch durch diese Öse. So. Vielleicht noch ein bisschen höher schieben hier. Ja, sieht doch schon mal ganz gut aus. Also jetzt brauche ich auf jeden Fall meine Isomatte. Da habe ich eine besonders weiche dabei. Ich hoffe, die passt aber auch rein. Das ist ja die, die nicht in meinen
Biwaksack reingepasst hat. Aber die ist wirklich so bequem. Ich habe da jetzt schon ein paar Mal drauf geschlafen. Echt geil. Und die ist selbst aufblasend. Da ist sogar hier oben ein Kopfkissen dran. Die ist 7 cm, glaube ich, dick. Kann man wieder zumachen. Und dann ist hier noch ein zweites, so ein zweiter Deckel. Und wenn man den aufmacht, kann man noch ein bisschen nachpusten. Optimal, würde ich sagen. Genau das Richtige für mich. So, Reißverschluss auf. Es kann sein, dass ich mich ein bisschen doof anstelle, aber wie gesagt, das mache ich ja jetzt hier zum ersten Mal. Aber irgendwie werde ich die hier schon reinkriegen. Das könnte, glaube ich, hier noch ein Tick höher sein alles. Ich traue der ganzen Sache ja nicht so richtig. Oh, muss das so weit runter gehen? So, ich habe mal gehört, dass man irgendwie diagonal liegen soll. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, welche Größe das ist. Ich weiß nur, hier gibt es zwei Größen. Das ist, glaube ich, nicht die XL. Aber ich bin schon mal nicht rausgefallen. Reingefühlt würde ich sagen, die Isomatte ist für diese Hängematte nicht so geeignet. Die ist ein bisschen zu groß. Aber es geht. Ja, also so lässt sich's aushalten. Ein bisschen schräg liegt. Da braucht man eigentlich kein Kopfkissen, weil man eh hinten etwas höher liegt. Also ich denke, ich kann hier drinnen gut schlafen. Wir werden es auf jeden Fall erfahren. Und rausfallen kann man eigentlich auch nicht. Ist ja alles zu. Aber schön. Ich kann auf jeden Fall die Nacht hier bequem drinnen schlafen. Ich finde ja auch die Farbe irgendwie schön. Also das hier mit den Tarnen gefällt mir sehr schön. In Kombination mit dem Grün und das Schwarz oben drüber. Sieht gut aus. Das Wetter sieht ja gemischt aus. Ich weiß nicht, ob es die Nacht regnet, aber ich will es nicht riskieren. Ich werde hier auf jeden Fall noch meinen Tarp drüber spannen, das ich dabei habe. Habe ich auch noch nicht aufgebaut. Ja, da das bestimmt genauso langweilig ist für euch zum Zuschauen wie das, was ich jetzt gerade gezeigt habe, werde ich das jetzt mal schnell aufbauen. Aber wenn es nicht regnen würde, hier so einfach drinnen liegen und dann rausgucken, den Himmel sehen, die Mücken draußen lassen, ja, das ist auch auf jeden Fall eine coole Sache. Ich brauche auf jeden Fall bei mir auf meinem Grundstück irgendwas, wo ich dann dieses Teil hinspannen kann, weil aktuell habe ich keine Bäume. Da lasse ich mir was einfallen, da kommen irgendwelche Pfosten in die Erde. Also ich baue mir so künstliche Bäume hin und dann kann ich hin und wieder mal mit der Hängematte draußen schlafen. Eine gefühlte halbe Ewigkeit später sieht das Ganze so aus. Und ich muss sagen, ich glaube, es ist mir gut gelungen. Ich habe das jetzt hier mit dem Originalzubehör von diesem Tarp abgespannt. Da waren diese Seile dabei. Habe hier meinen Strick, den ich extra gekauft habe. Da liegt noch der Rest. Den habe ich jetzt hier einfach so hier drum gemacht. Durchgefädelt. Das kann man hier so schön straff machen, dass es auch nicht verrutscht. Das ist ganz ordentlich abgespannt. Jetzt habe ich auch Luft zwischen Hängematte und Tarp. Und ich denke, wenn es regnen sollte, sollte das hier so reichen. Falls hier jemand mit dem Boot lang paddelt, was heute nicht vorkommt, weil nämlich geschlossen ist, würde derjenige mich so sehen. Also auch so gut wie gar nicht. Dank Tarndruck. Das Tarp habe ich übrigens selber gekauft bei Amazon. Verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Also sieht ja urgemütlich aus. Ich habe jetzt hier meinen Schlafsack, meinen Sommerschlafsack von Carinthia reingemacht. Der reicht heute auf jeden Fall aus. Den muss ich sogar offen lassen, denke ich mal, weil es sonst zu warm wird. Hier mein Stuhl habe ich dabei. Das ist auch so ein ganz billiger. Gibt es ja die teure Variante von Helinox und das ist so eine preisgünstige Variante. Also ich finde es mindestens genauso gut, wenn nicht sogar noch besser. Ach, hier waren noch so Karabiner dabei von diesem Tarp. Kommen wahrscheinlich oben dran irgendwo zum Einhängen. Habe ich gar nicht verwendet. Naja, beim nächsten Mal.
Nebenbei muss ich immer mal meine Kameras laden. Ich habe ja viel vor noch. GoPro muss nachgeladen werden. So, lädt. Tja, wie ihr seht, das ist eine neue Powerstation. Die habe ich heute auch zum ersten Mal dabei von EcoFlow. Und ich finde das mega cool, dass die mich angeschrieben haben, ob ich mit denen kooperieren möchte. Denn ich habe die schon länger im Visier gehabt. Also nicht nur die, sondern auch die anderen, die da so im Programm haben. Die gefallen mir richtig gut. Die haben richtig gute technische Werte und sehen optisch dazu noch gut aus. Die ist echt niedlich, oder? Also richtig kompakt, noch kompakter als die kleine Jackery, die ich habe. Deswegen nehme ich die jetzt immer mit, wenn ich solche Touren mache, hier mit dem Fahrrad oder so, wo ich nicht so viel Platz habe, um größere Stationen zu verstauen. Aber die reicht auch vollkommen aus für so Nachladen von Handy, Kameras und so weiter. Schaut einfach mal da unten in die Videobeschreibung, wenn euch sowas interessiert. Da sind die ganzen technischen Daten verlinkt. Und falls es einen Rabattcode gibt, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, schreibe ich euch das auch da unten rein. Also EcoFlow macht auf jeden Fall einen guten Job. Da habe ich mir schon mehrere Sachen durchgelesen von denen. Die sind da so ziemlich vorne mit dabei. Jetzt muss es bloß noch Nacht werden und dann kann ich mich hier reinlegen. Ich freue mich schon irgendwie. Ich bin echt gespannt, ob ich hier drin schlafen kann. Vielleicht gefällt es mir ja so gut, dass ich immer da drin schlafen werde in Zukunft. Also solange es warm draußen ist. Fast um 4 Uhr. Eigentlich Kaffeetrinkenzeit vorbei. Ja, ich werde jetzt mal die Silvia aufsuchen, um mit ihr das Gespräch zu führen, was ich unbedingt führen muss, damit ich weiß oder damit wir wissen, wie das dieses Jahr hier so abläuft mit diesem Fahrrad- und Wagentreffen. Aber eins kann ich euch schon mal verraten. Ich hatte es ja auch schon im letzten Video mit diesem Wolf-Wiese-Zelt mal angedeutet. Es gibt eine Tombola. Und in diesem Video mit dem Wolf-Wiese-Zelt hatte ich euch gesagt, die Tombola hat einen Wert von über 1000 Euro. Garantiert. Warum? Tja, ich wäre nicht ich, wenn ich nicht euch auch was Gutes tun wollen würde. Entweder könnt ihr bei dieser Tombola dieses Fahrrad gewinnen oder das SQ. Das muss ich mir noch überlegen. Ich behalte natürlich das Bessere von beiden, wobei die sich nicht viel nehmen. Also hier sind Schutzbleche dran und Gepäckträger, deswegen finde ich das hier ein Tick besser. Vom Fahrverhalten sind sie, glaube ich, gleich. Akkuleistung weiß ich jetzt gar nicht mehr so richtig. Ja, aber auf jeden Fall werdet ihr erfahren, spätestens zum Fahrradwohnwagen-Treffen. Uiuiui, bin ich gerade ins Schwitzen gekommen. Denn ich bin gerade mit dem E-Bike ohne Akku 3 Kilometer hier im Kreis gefahren. Und zwar dient das der Erkundung für eine gemeinsame Fahrrad-, Wohnwagen-, Rundfahrt. Ausfahrt ist es nicht, sind ja bis 3 Kilometer. Ich zeige euch hier mal das Streckenprofil und das findet ihr auch bei Komoot, wenn ihr das genau sehen wollt. Also haben wir jetzt gerade erkundet. Ja, es geht halt leider hier mal zwischendurch berghoch, aber dafür geht es wieder bergab. Und ich dachte mir, wir könnten ja am Samstag beim Fahrrad-Wohnwagen-Treffen so eine Ausfahrt machen. Aber das erkläre ich euch im nächsten Video. Und zwar geht es da konkret um das Update Fahrrad-Wohnwagen-Treffen 2022. Ja, es gibt noch ein paar andere Dinge, die ich da euch sagen möchte. An dieser Stelle beende ich das Video mit dem Aufbau von dieser Hängematte. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich irgendwas verkehrt gemacht habe oder ob das so richtig war. Ja, aber ich glaube, richtig und falsch gibt es nicht. Hauptsache, man kann hier drinnen schlafen und das Tarp ist ordentlich abgespannt, falls mal Wind, Sturm kommt und es regnet. Aber ich denke schon, das sieht sehr stabil aus. Und ich hoffe, ich bleibe dann trocken die Nacht, dass das hier reicht mit dem Überstand. Ich könnte zwar noch einen Tick hierher ziehen, aber viel Spielraum habe ich nicht. Da müsste ich die Hängematte nochmal anders hinhängen. Ob ich gut in der Hängematte geschlafen habe, seht ihr dann in dem Video, welches ich gemacht habe, als ich hierher gefahren bin. Ja, es gibt halt mehrere Videos jetzt hier in diesen 2 Tagen. Ich hoffe, ihr verliert nicht den Durchblick. Danke fürs Zuschauen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Jörg.